Jo, da sind wir wieder bei Harveys neue Augen. Gut, wir spielen jetzt einfach mal weiter und gehen mal wieder zurück zum Westerndorf. Oh, scheiße, ich hatte mir letzte Folge irgendwas merken wollen, hab's natürlich doch wieder vergessen. Das ist ja immer so. Naja. Genau, wir sind durch die Trance gegangen, um hier... Wir sind doch da ausgebrochen irgendwie. Oder nicht? Wir mussten doch wieder aus dem... Weil wir in der Nacht nicht raus durften. Na, ich weck mich mal kurz mit dem Kaffee hier auf. Das ging doch, soweit ich weiß. Genau, das ging. So, da war wieder ganz kurz eine Aufnahmepause. Tut mir leid, ich hoffe, ich habe es geschickt hingekriegt, dass man nicht wirklich was gemerkt hat. Ja. Ich habe kurz den Browser geschlossen, weil der doch ziemlich... das Spiel komischerweise zum Laggen bringt. Keine Ahnung warum. Komischerweise sind wir draußen aus dem... Ja, genau, weil wir durch die Trance hier hingekommen sind. Hier haben wir den Flunderautomat. Um den Automaten zu benutzen und... Ja, aber wie sollen wir... Da ist doch bestimmt das Kleingeld drin, da kommen wir aber auch nicht dran. Lilly konnte die Lösung für ihre Probleme nicht einfach aus der Luft zaubern. Ja, ist echt ärgerlich. Das wäre schön. So aufregend war das nun auch wieder nicht. Können wir irgendwas anderes noch so benutzen? So irgendwie? Aufregend war das nun auch wieder nicht. Huh? Wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zukowski-Konzert. Ja, genau das war unser Problem. Okay, da müssen wir... Du sollst... Ach, das wollte ich. Ich wollte hier Wollknäuel. Wo? Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwas in der Trance machen. Wir haben ja schon den Lügebold-Quatsch hier. Das war der... Weiß ich nicht genau. Hier haben wir auf jeden Fall schon einen erfasst. Können wir eine Zigarette nehmen? Hey, die sind nur für Mitspieler. Ich bin ein Hund. Ach so, er ist ein Hund. Sonst haben wir hier nichts, weil ich übersehen habe, ne? Oh, Pokertisch. Ich glaube, das hatten wir doch schon. Die Hunde hatten ihren Einsatz gemacht. Jetzt war Lilly dran. Hm. Du kannst nicht mitspielen, hässliches Mädchen. Es sei denn, du hast deinen Einsatz dabei. Nee, wir haben keinen Einsatz dabei. Hm. Na genau, hier haben wir die Aufnahme begonnen. Bei dem Adler war auch nichts mehr, oder? Hä? Warum ist denn hier... Ach genau, die Mayo steht da ja nicht mehr. Die haben wir ja gemacht, um uns krank zu machen. Benutzt. Was ist das? Riech. Hm. Hier können wir ja nochmal die hüpfende Sonne gucken. Okay. Hier kommen wir nicht rein. Hä? Willst du mich verarschen? Ach ja, genau da. Hä? Hm. Ach, hier können wir uns jetzt auch aufwecken. Aha, so wird doch ein Schuh draus. Und dann müssen wir hier bestimmt ausbrechen und dann schaffen wir das, oder? Obwohl dann wieder Harvey kommt, ich weiß nicht. Mal gucken. Erstmal aufwecken. Gut, jetzt sind wir wieder in der richtigen Welt und müssen jetzt irgendwie versuchen, aus dem Gitterfenster zu kommen. Lauf mal hin, Lilly. So, und jetzt? Luftpumpe mit Fahrrad, weil es einfach am meisten Sinn ergibt. Das Fahrrad war wie sein Bes... Das kennt man doch alles schon. Lilly hatte... Wir kennen das doch alles. So auf... Hm, ich bin bestimmt auf dem falschen Dampfer, ey. Lilly konnte die Lösung... Boah, wir müssen doch eindeutig mit dem Fahrrad wegfahren, ey. So mega kann ich doch nicht auf dem falschen Dampfer sein. Pizzakarton kann ich mir nicht vorstellen, dass wir noch was damit machen müssen. Lilly hatte keine Eltern, die ihr Fahrrad fahren bei. Sie musste es wohl wahrscheinlich... Hm. Hier ist auch kein Hinweis oder so mehr, ne? Edna versteht das genau. Ne. Da ist auch nichts mehr. Und er hier?
Hat nichts mehr zu sagen, oder? Du schon wieder? Willst du etwa wieder Anzeige erstatten? Aha. Oje, oje. Das muss die und weh. Doch nicht etwa Mats. Aha. Du bist schon ein verrücktes kleines Mädchen. Weswegen möchtest du denn einen Hamster anzeigen? Wegen Diebstahl etwa? Arschloch, Arschloch. Lilly. Boah, wir können hier nichts kombinieren oder so. Ob das hier wohl die Lilly konnte es nirgendwo. Zutaten für einen Drink? Nee, waren es glaube ich eher nicht. Den haben wir schon gemacht, den haben wir schon. Ja, und. Nee, dafür bräuchten wir einen Kugelfisch. Aber bei. Ach ja. Müssen wir jetzt erst wieder durch die Trance? Boah, das ist bestimmt so leicht und ich versag hier gerade, ne? Das ist bestimmt sowas von leicht. Ich denk mal gerade ein bisschen nach. Hier haben wir in der Trance auch nicht andere Sachen, ne? Lilly wusste gar nicht. Okay, gehen wir mal raus. Was stand da gerade? Wer wird gesucht? Das ist doch der Alkofix-Verkäufer, oder nicht? Ist mit dem noch was? Ich weiß ja nicht. Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Ach du Sch... Leider habe ich keine gratis... Auch wenn du die... Oder auch... Ja, super. Der Gnom machte einen... Ja, einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck. Ah. Ja, hier können wir uns jetzt wieder aufwachen. Aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. Nimm dir doch irgendwas, was auch immer. Nimm dir irgendwas, Lilly. Egal was, du kannst doch mit jedem Scheiß was anfangen. So. Er hat auch nichts mehr zu sagen, oder? Der. Es sah nicht so aus, als würde sich der Barmann von alleine beruhigen. Lilly musste wo... Warte. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Betäubungsdrink? Oh. Nein, aber vielleicht hier Valium? Wagga, wagga, wagga! Die Idee war gut, aber irgendetwas fehlte. Der arme K... Was für eine... Ja, Betäubungs-Sunnycup. Wagga, wagga! Hä? Willst du mich verarschen? Das hier ist ein Flunderautomat, kein Kugelfisch schon mal. Flunder to go. Wie praktisch. Um den Automaten zu benutzen und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmon. Valium als Geld benutzen? Um den Automaten zu... Können wir das vielleicht da drunter machen, dass er die kaputt haut? Nicht ehrlich, oder? Das ist sogar als Objekt. Warte. Ja. Diese Münzen stammten aus der Sammelbüchse für Seenotopfer. Es reichte nicht einmal für eine neue Büchse, aber der Wille zählte. Der Wille zählte. Okay, Kleingeld. Ja, wir haben's. Ja, aber eine Flunder bringt uns nichts. Egal, wir haben eine Flunder to go. Yeah, eine Flunder. Um den Automat und ein... Ja, ich wollte das hier. Lilly war platt. Eine Flunder. Ahahahaha. Ja, das zählt nicht, oder? Nein, die Karte. Nicht die Karte, ich wollte die Getränkekarte. Möchtest du mich verarschen? Da, die. Cocktailkarte. Nee, zählt nicht, wir brauchen einen Kugelfisch. Das Valium... Wir sollen ihn jetzt nicht aufpumpen, oder? Am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch. Und niemand war da, um ihn zu loben. Das ist gut, ey. Das ist echt gut, ey. Okay.
Da. Dann beruhig dich mal wieder. Yeah. Ach, der ist für uns? Nee, den gebe ich ihm natürlich. Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Ja. Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Der Barmann hatte bereits eine Wir haben immer noch Geld. Wir haben immer noch Geld. Harvey, ab in Wollknäuel, so. Ab in die Trance versetzen. No, fuck, die Folge ist... Nee, die ist gar nicht aus. Tut mir leid, ich wollte gar keinen Stress machen. Ja. Bevor ich da jetzt meinen Einsatz gebe, hier, hallo. Dem Barmann schien es gut zu gehen. Gott sei Dank. Nein, nicht Kaffee. Oh. Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Ich soll dir helfen, ein besserer Mensch zu werden. Huh? War ein Witz. Ich bin einfach nur tot gefangen im Limbus. Ist aber ganz lustig hier. Man kann in Störbildern erscheinen, auf dem Friedhof Emos erschrecken. Ich wünschte trotzdem, ich hätte Geld für den Fährmann dabei. Aber ich musste ja all mein Erspartes in die Seenotopfer stecken. Sammel? Wieso Sammelbüchse? Ja, wo ist... Ach, das Geld haben wir jetzt gar nicht mit. Fuck. Scheiße, ich wollte jetzt den Einsatz geben, wa? Ja, drauf geschissen. Die Hunde hatten ihren... Jetzt. Hey! Jetzt war Lilly. Poker spielen, nichts. Da, so. Du kannst nicht mit... Zeit. Ja, meinen Einsatz kann ich ja nicht mitnehmen. Ich geh nochmal aus der Trance raus. Oder warte mal, er ist jetzt tot. Kann ich dann... So, ein bisschen mache ich die Folge noch, dann ist die aus. Aber ich wollte hier mal kurz gucken, ob ich mit der widersprechen kann, mit der, wie auch immer sie heißt. Hallo Kleine, immer noch tot? Denk das nächste Mal bitte daran, dir etwas Kleingeld auf die Augen legen zu lassen, ja? Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Ich hab Kleingeld, ja, ich hab Kleingeld. Als Lilly in die Flammen starrte, wurde ihr plötzlich ganz duselig. Ja, das kennen wir schon. Hey! Ja. Toll. Echt na, super. Lilly, hat dir der kleine Ausflug Spaß gemacht? Aha. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt noch aus der Trance raus und dann beenden wir auch die Folge für heute. Ich hoffe, ich habe das richtig abgepasst. 12 Minuten ungefähr. Wach auf. Aufgewacht. Und er ist immer noch in Anführungsstrichen tot. Okay, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.